Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox. Willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring, Folge 18. Ja, so langsam habe ich so meinen Weg gefunden. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Zweihänder- oder Einhänder-Bild. Dual Wield nicht so. Ich brauche die Möglichkeit zu blocken. Ich weiß zwar nicht, bei kleinen Gegnern auf jeden Fall ja. Bei großen... Nee, bei großen habe ich jetzt ja auch... Doch, ich habe geblockt. Definitiv. Deswegen blocken wir uns da durch. Oder parieren uns dadurch und suchen jetzt erstmal einen Weg und ein bisschen Abwechslung. Vielleicht mal doch ein paar Endbosse machen. Wir schauen mal rein. Bis gleich. Nee, bis gleich. Ja. Let's fucking do this. Also von dem Ritterbild will ich auf jeden Fall weg. Definitiv. Bin jetzt nicht so der Ritter. Ein Samurai wäre nicht schlecht. Klar hätte ich von Anfang an einfach nur mir die Klasse Samurai aussuchen können. Aber ich will mir lieber das Zeug selber holen. Naja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt muss ich die Pimpfe da noch irgendwie einmal außen rum wieder. Mit richtig viel. Und vor allem darf ich jetzt mir eine Schweinerei leisten. So. Okay, ich habe mir schon einen Marker gesetzt. Wir gehen nämlich wieder. Nee, nee. Wir gehen wieder den Weg hier unten. Wir versuchen den Bluthund. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich glaube, ich würde Katana schon alleine aus Stilgründen spielen wollen. Ja eben, gell? Katana ist schon nice. Sehe ich genauso. Ist Katana ein Zweihänder? Ich glaube nicht, oder? Oder Katana, es kann schon sein, dass es ein Zweihänder ist. Na, ist ja auch egal. Was wir ausprobieren können. Wir müssen sowieso hier nochmal kurz zur Gnade. Stufenausstieg. Können wir, ja. Endlich ein bisschen mehr Gesundheit. Dann haben wir das schon mal sicher. Und er kann mir doch wahrscheinlich Talente. Ach so, nee, das war ja Parade, war ja das. Verwende mit euch. Warum? Nee, das will ich gar nicht. Aber nimmt er vielleicht doch. Nimmt er doch die Fähigkeiten? Oh, ich dachte. Oh ja. Hab schon gedacht. Nicht, dass er mich jetzt angreift. Nee, es passt alles. Passt alles so, wie es sein soll. Wir gehen weiter. Das ist wieder einer mit dem Krummsäbel. Der gibt auch gut Punkte. Ah, Stacken ist geil. So, einen haben wir. Gerade noch so. War wieder zu gierig, aber es ging. Es ging jetzt gut. Ja, ich glaube, auf dem Weg nehmen wir auf jeden Fall mal unser Pferd. Geht ein bisschen schneller. Zumindest bis zum nächsten Gegner. Und die sind ja auch schon gleich unten. Die ganze Horde. Ah ja, hier kommen die Wölfe noch. Da wären theoretisch gekommen. Ah, da kommen sie. Daneben. Okay. Dass es hier nichts gibt. Keine Höhle oder so. Die Höhlen müssen wir ja auch noch machen. Wisst ihr was? Ich gehe den straighten Weg nach unten und versuche ohne zu sterben. Dachte, ich könnte die umhauen, die Ziegens. Oh, vor allem, ich muss ein paar Ziegen farmen. Ich habe wieder schon keine Knochen mehr.
Hier hinten ist, glaube ich... Oh. Ballen? Was kann das? Wie kommen wir da hoch? Mal gucken, was die können. Oh, wir werden schon... Werden wir schon, als Feind angesehen. Irgendwie so ein Friedhof oder so. Mal gucken, wie viele Punkte die geben. Und wie schwierig die sind. Auf jeden Fall richtig viele. Okay. Die leuchten nur rot. Den Punkte geben die nur. Ah, lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich, die anzugreifen wegen... Oh, aber da kommen, glaube ich, Skelette. Ah, shit, von beiden Seiten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, Skelette ist das Problem. Die tauchen ja wieder auf. Nee, das ist mir zu blöd hier. Dass die ständig auftauchen. Weil ich glaube, die geben auch nicht gut. Aber wir gucken uns mal hier das obere Areal an. Vielleicht ist hier irgendetwas, außer Friedhof, eine Truhe oder irgendwie sowas. Aber jetzt hänge ich hier fest. Ich will mir nur das Zeug holen. Und dann bin ich wieder weg. Ich habe mir das Zeug geholt. Ich bin wieder weg. Ich habe irgendwas genommen. Irgendwelche Geister, glaube ich. Ich habe schon wieder Angst, dass ich hier wieder sterbe. So, dann gucken wir mal. Was haben wir bekommen? Inventar, ja. Ruf die Geister von zwei Soldaten Goldricks statt Wölfe. Okay. Hier Bestienknochen brauche ich. Was noch mal eine Horde? Ja, mit. Mann, sind die so gewieft? Sorry, ihr kleinen Lämmer, Kälber, wie auch immer. Ich brauche das Zeug. Wenn ich die jetzt alle abschlachte, dann habe ich eigentlich genug für Jahrzehnten an Knochen. Ja komm, das macht keinen Spaß, diese... wehrlosen Viecher anzugreifen. Aber da ist, glaube ich, wieder ein großer. So, ich will mal gucken. Schaffe ich den auch ohne? Oh, shit. Könnte ich schaffen. Aber der ist so schwer. Voll blöd. Aber 1000 Punkte hat er gegeben. Ich muss einfach nur unter ihm sein. Dann geht das schon. Aber der macht trotzdem gut Damage, wenn man wenn der einen trifft, dann ist Ende. War halt nix Ende. Nicht ganz Ende, aber so ein bisschen Ende. Und da leuchtet schon wieder irgendwas. Ah, Sternsplitter, von dem ich wie immer noch keine Ahnung habe, was es ist. Könnt ihr mir die Beschreibung durchlesen, aber
Nope. Können wir da runter, ohne zu sterben? Zweifle es. Der andere Spieler hat sich's auch gedacht. Nee, nee. Das ist mir zu heikel. Das machen wir nicht. Dann wird's wieder ganz gut Runen gesammelt. Aber da ist auf jeden Fall eine Stelle, wo wir, glaube ich, unbeschadet runter können. Hier. Mit ein bisschen Doppelsprung. Yes. Boah, hier war bestimmt auch irgendetwas. Ich glaube, eine Höhle war hier doch. Ja, hier. Haben wir die geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Wir schauen einfach mal. Ich werde mich hier jetzt nicht zum Affen machen hier. Ich werde es schaffen. Ah, okay, das ist hier. Die Katakomben mit den Gargoyles. Ich erinnere mich. So ein zwei Gargoyles, müssen wir aufpassen. Man muss nur die Rage-Attacke durchgehen lassen. Es gibt zwei verschiedene Gargoyles anscheinend. Müssen wir aufpassen, wie viele haben wir? Vier Flask haben wir. Ich weiß noch, wie du an den erbärmlichen Ja, eben deswegen war ich gerade so easy. Oh Mann, das ist so schwer letztes Mal. Von einem Gerät versperrt. So. Die Meldung kann ruhig weggehen, dass es von einem Gerät versperrt ist. Okay, ich muss bestätigen. So, komm runter! STV, vielen Dank fürs Folgen auf Twitch. Wie geht es dir? Hey Bro, follow. If you can read something on my live, thanks. I will for sure. Especially when I'm not live too. The same time. Thank you for following. Fuck, 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 was war das jetzt schon wieder? Von da oben! Ah, Dreck. Wie das da runterkommt. Gut, gehen wir einfach weiter. Vorsicht vor rechts, aber hoch. Vorsicht vor rechts, aber hoch. Wahrscheinlich. Was war das? Oh. Super. Ganz toll. Hier sieht man da irgendwas. Ich muss reinrennen. Ah, nein! Von beiden Seiten! Oh, shit, ey. Das sollte man irgendwie hinbekommen. Und gleichzeitig mein... Warum bin ich jetzt hier? Denkst du, das ist jetzt doof? Das kriegt man doch irgendwie hin, dass man da hinkommt, ohne zu sterben.
ist die... Scheiße! Das kriegt man doch irgendwie hin, ohne zu sterben. Mark Hint. Shit. Mark Hint. Mark Hint. Ich war so übermotiviert. Oh Gott. Ja, mein Gott, das ist jetzt halt so. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. In diesem Spiel lernt man richtig schnell zu akzeptieren. Wie dumm war das denn jetzt schon wieder? So ist es halt. So ist Leben. Mona. Aber bisher spielst du eigentlich 1:1 das Video nach, was ich dir geschickt habe. Ja, genau. von allen, um jeden aufs Maul zu bekommen. So, nochmal. Ich meine, die Runen, die ich... Ich überleg mir schon gar nicht mehr. Wie viele Runen wir jetzt schon verballert haben. Zeit für das Abrollen. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Und was sind das für Feuerfolgen? Falle suchen und dann Fernkampf versuchen. Vor allem, weil das ja genau die Gegner aus dem Startgebiet waren. Die Ritter, diese Gargolf. Ja, ja, genau, das ist direkt. Du guckst raus aus dem Spiel, freust dich, was für eine tolle Grafik. Und dann sowas. Wie soll das funktionieren? Vor allem, die kommen ja aus beiden Seiten kommt Feuer raus. Der ist vom Gegner gestorben, nicht von dem Feuer. Das Feuer kam ja von beiden Seiten. Na gut, wir ballern kurz Werbung rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Komm zurück. So, hab mir jetzt mal schlau. Also, mal logisch überlegt, wie soll man das schaffen? Abrollen war der Tipp. Wahrscheinlich wirklich am Zenitpunkt. Jetzt zum Beispiel. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich wäre down. Ah, Sicherheit. Achtung, Feuer. Muss ich da hin? Oder wo muss ich hin? Haben wir eine Karte oder so? Ne, da muss ich hin. Sicher, dass ich nicht da hin muss? Das sieht nach leer aus. Da leuchtet was. Da leuchtet was und das möchte ich haben. Deswegen mache ich mir jetzt volle Energie. Wir warten auf den nächsten Ansturm. Rennen und dann rollen. Geht doch. Ein Redekopf. Das? Sag mit menschlicher Stimme Hallo. Okay. Ich muss, glaube ich, einfach nur rennen. Jetzt ist ja easy. Jetzt kriege ich das hin. Warte.
Ich glaube, ich muss da noch gar nicht hin. Ich muss jetzt noch hier. Da hätte ich meine Ruhen sowas von noch behalten können. Nicht das vor. Oh, das an. Gegner. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Gleich mal tausende von diesen scheiß Viechern, ey. Aber immerhin meinen Redekopf habe ich. Der sowas von useful ist. Oh Mann, ja, klar trifft er mich auch noch. Scheißvieh. Mann, 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 Mann. Jetzt weiß ich wie. So, ich muss mal hier noch die Sachen herstellen. Geht er jetzt einfach runter. Der kommt nach unten. So. Da ist ja auch noch ein Gegner. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Nicht reingehen, du stirbst doch. So geht's jetzt auf einmal. Oh, das Ding ist weg. Sehr gut, dann kann ich die vielleicht doch einzeln jetzt holen. Kann ich doch meine Runen wiederholen? Okay. Der ging. Kann man die Quallen kaputt machen vielleicht? Wo sind die anderen? Es waren mehrere, es waren gefühlt tausende von diesen scheiß Viechern. Okay, hab sie alle. Fuck, 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 fuck. Shit. Okay, merke eins. Niemals auf dieses Podest draufstehen. Man sie ja vorher denken können. Klar, mit Schild kann ich auf jeden Fall besser abwehren. Ich nehme weniger Schaden, das ist schon mal ganz klar. Der Wanderadligen. Okay. Reiset Nachricht und dann verborgenen Fall voraus. Verborgenen Pfad voraus. Okay, preisen wir mal. Wo ist hier ein verborgener Pfad? Achtung, etwas Unglaubliches. Möchte ich sehen.
Verborgener Pfad. Hau mal die Wand. Manchmal sind Wände keine... Ach so, manchmal sind Wände keine Wände. Okay. Haben wir hier noch ein paar Nachrichten? Kein Geheimnis voraus. Vorsicht rechts. Manchmal sind die Tipps schon mal ganz cool. Warte mal, lass dich mal kurz was ausprobieren. Ich verschwende jetzt mal kurz was. Nee. Wird ja sein können. Aber halt nicht immer. Manchmal sind die Nachrichten Bullshit. Muss gegebenenfalls googeln, wo es wirklich Geheimgänge gibt. Aber im DLC gibt's wohl viele. Fragt mich bei den Videos, wie man da jemals drauf kommen kann alleine. Ja, wie bei den Glitches damals. Einfach jede Ecke ausprobieren. Ein Schalter oder so? Verborgener Pfad voraus. Ist das Kegges, ey. Kann doch mit der Kamera nicht reinglitschen. Muss ja Menschen geben, die einmal gegen eine jede Wand hauen, das ganze Spiel über. Ja, eben. Nee, aber hier komme ich nicht weiter. Ist das sicher ein geheimer Gang? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Frage ist, wie geht's dann hier weiter? Wie gesagt, wenn das nicht weggeht bei einmal hauen, dann ist da nichts. Ja. Gehen wir mal hier runter. Weil hier war ja der eine Pimp. Ah, hier ist ein Schalter. Und damit geht wahrscheinlich das Tor auf. Okay, wir können rein. Und da schon mal ein Endboss. Hooray! Wie sehr ich mich drauf freue. Mit zwei Flask. 1000 Runen könnten da jetzt verloren gehen. Fucking do this, gehen wir einfach rein. Ah, das ist die Katze hier. Ich habe ein Video gesehen. Die Schwebekatze, glaube ich, war das. Oh fuck, ey. Ich hab jetzt schon wieder Angst. Bitte! Geht mir der jetzt schon auf den Sack. Aua. Komm, die sollte doch eigentlich gehen. Guckt halt ein bisschen Feuer. Die wahrscheinlich wieder Feuer. Alter, dieser. Aua. Shit, das war ein schneller Angriff. Ja, aber die geht. Die sieht halt furchterregend aus. Ist jetzt das Tor auf? Können wir trotzdem rein, oder? Oder muss ich den ganzen Spaß nochmal machen? Ich hoffe mal nicht. Finde halt geil, wie du sie anschaust und ihr dabei zuschaust, wie sie ihr Zeitloop, ihr Schwert, aber nicht auf die Idee kommst, auszuweichen. Ja, ja. So komme ich mir auch gerade vor. Ich kam mir wirklich gerade richtig dumm vor.
Aber ich wollte mir doch erstmal das Moveset anschauen. So, da müssen wir aufpassen. Die macht da. Wenn sie steht, macht sie schwere Attacken. Oh, fuck. Ah, Feuer, Feuer, Feuer. Ei, heiß, 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 heiß. Nicht so geizig! Oh, Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer! Abhauen, abhauen, abhauen! Oh. Geht doch. Gierig, nicht geizig, aber ja, das schaffst du. Ich verstehe den Unterschied zwischen gierig und geizig nicht. Aber ich hab's geschafft. Das hätten wir wahrscheinlich viel, viel eher schaffen können. Blocken ist halt einfach. Ich brauch meinen Schwertblock. Ohne Schwertblock keine Chance. Ich brauche auch vor allem. Ich glaube, das hat man ja hier bei den Status auch irgendwo. Ich glaube, das könnte Stärke sein, dass ich mehr Stärke brauche oder mehr Kraft. Dass ich schwerer ins Wanken komme. LP, Kraft, schwere Waffen dafür, die Ange. Eure körperliche Verteidigung. Ist halt auch wichtig. Gierig, du möchtest mehr. Geizig, du möchtest alles für dich behalten und nichts ausgeben. Dann bin ich gierig. Gierig auf jeden Fall. Danke für die Erklärung. Gut, das haben wir geschafft. 1000 Punkte hat es gegeben. War es ein Stress wert? Vielleicht. Habe ich trotzdem Runen verloren, definitiv. Aber immerhin habe ich keine Flask mehr. Oh, vollkommen daneben. Ja, ist so viel verloren. Aber immerhin habe ich ihn geschafft. Gehört jetzt zu meinem Ziel dazu, einfach alle Gegner niederschnetzeln zu können. So. Und jetzt brauchen wir erstmal eine Gnade, dass ich mich mal hier auffüllen kann. Warum ist da hinten immer noch mein Ziel? Immerhin den Boss besiegt. Es wird. Ja, ja. Ich sehe es. Achso, das ist ja mein Ziel, wo ich eigentlich hin möchte. Das Ziel ist es, ein Gespür für das Spiel zu entwickeln. Mich mit meinem Bild auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war mein größter Fehler. Einfach, ja, ich hole mir einfach zwei Schwerter und dann gehe ich da einfach rein und habe einfach keine Kontrolle. Das konnte ja nicht funktionieren. So, können wir schon irgendwas an den Stufen machen? Nee. Vor allem, ich brauche mehr Stärke. Geschick eigentlich gar nicht. War blöd, dass ich Geschick gemacht habe. Was macht Geschick nochmal? Das habe ich ja für die eine Waffe gebraucht. So wie Peilschaden. Fester im Sattel. Ja, gut fürs Reiten von mir aus, aber... Trotzdem war es gleich ein bisschen Verschwendung.
Und ich hätte die Waffen, glaube ich, nicht verkaufen sollen. Gerade wegen diesen Kriegeraschen. Ich dachte, die bleiben dann trotzdem per se persistent. Dem war nicht so. Schnellschritt. Wirbelhieb. Hätten wir damit. Achso, die anderen. Geht gar nicht. Okay. Center, was hast du für mich? Ja, komm. Was hat denn der? Irgendwas Interessantes, was wir noch nicht haben? Nee. Verkaufen. Schrittweise FP zu generieren. Warum hat man das eigentlich so? Wir nutzen das jetzt einfach mal. Körperliche Angriffe. Kurzzeitig. Ja, behalten wir auch. Aber gut, es gibt halt gut Geld. Nee, ich lieber gebe ich dafür Runen. Oh, eine goldene Rune. Warum liebst du mich nicht alles verkaufen? Kann man nicht alles verkaufen? Oh, warum kann man nicht so eine Auswahl einfach treffen? Warum kann ich das auch nicht kochen? Ja gut, ich könnte es wahrscheinlich kochen. Ich habe ja eigentlich genug Zeugs. Versteckt Asche auf 1. Oh, ist auch interessant. Wilde Schläge. Wie Krummschwerter. Ja, das haben wir ja bald. Und hier durch. Wenigstens ein von der Art kann man ja verkaufen. Kurzschwert. Ah, falls ich doch wieder Dual Wield machen, lasse ich mal. Krummsäbel. Brandpfeile. Wenn ich die jetzt alle verkaufe, wie 800? Für die Bolzen. Ich werde sowieso keine Dings mehr holen. Ah, komm. Weg mit dem Zeug. Ich werde mir sowieso keine Armbrust holen. Weil das wird dann wieder an Gewicht dann wegnehmen. Nee, meine Talismane, die behalte ich. Die sind eine Trophäe für mich. So, 7000 haben wir. Goodbye. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal... Ja, eigentlich würde ich gerne in Stärke investieren, damit wir unsere nächste Waffe uns holen können. Aber eigentlich brauchen wir ja... Wir brauchen LP. Führt kein Weg drum rum. Aber ich glaube, mindestens 20 Stärke braucht man schon, um alle Waffen tragen zu können. Halt die Frage. Aber nachher ist sie mir zu blöd, weil die mir zu schwer ist. Wäre ja auch dumm. Deswegen, wir bleiben dabei. Mehr Energie ist wichtig. Ja, passt. Wird schon besser. Okay, gut. Wir beenden die Folge. Und dann geht's Richtung... Wo sind wir denn? Hier. Oh. Hier ist noch ein einster Feind, den ich noch entgegentreten möchte. Ihr wisst, von wem ich rede. Nein, ist nicht der Bär. Den Bär, den werden wir auch noch erledigen. Aber jetzt geht's erstmal ab zur nächsten Folge. Bis gleich. End the episode. Also, den nächsten Boss haben wir geschafft. So einen kleinen Wermutstropfen müssten wir zurücklassen. Unsere Runen. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Also insgesamt haben wir, glaube ich, schon fast 10.000 Runen verballert. Im ganzen Playthrough. Aber wisst ihr mal, Elden Ring ist halt ein bisschen, ja, was soll ich sagen, gnadenlos. Und deswegen gehen wir da auch gnadenlos weiter durch das Elden Ring-Land. Vielleicht mit der besseren Waffe, aber auf jeden Fall mit der besseren Haltung. Wir werden geduldiger. Bis zum nächsten Mal, euer Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.